So, meine Freunde, willkommen zurück zu Spieltag Nummer 20 in der GPL. Heute geht's ran gegen den lieben Octopaul und Team. Wie ist sie noch gleich? Petalburg Panchamps, genau, Team Petalburg Panchamps. Wir haben eine Sieges- oder eine Niederlagenserie von jetzt 3 Spielen. Die gilt es heute zu beseitigen. Present liegt mit 3 Punkten in Führung und wir wollen ihn natürlich nicht mit Punkten davongleiten sehen. Weil wir wollen natürlich den ersten Platz für uns beanspruchen. Dementsprechend müssen wir heute gegen Paul gewinnen. In der Hinrunde sah das ganz gut aus, in der Rückrunde vielleicht nicht mehr so, weil er sich super gut verstärkt hat, meiner Meinung nach. Aber wir werden unser Bestes geben und heute um heute mit einem Sieg davon zu gehen, davon zu wedeln, hätte ich schon fast gesagt. Um einen Wind mit einem Sieg davon zu ziehen. So, das ist das Wort, was mir nicht einfällt. So, also, wir gucken uns heute mal an, was wir mitführen. Wir führen zum Beispiel mit ein Pokémon, was gegen Paul super gut ist, weil Paul führt einen Bodentypen und das ist Claydol. Und ja, das können wir zum Beispiel mit einer Finsteraura sehr hart treffen oder mit einem Strauchler auch. Muss ich mal kerken, was besser ist. Aber generell ist Scarf Voltolos super gut gegen Paul, meiner Meinung nach, ja. Dann haben wir noch dabei Bibor. Bibor ist wie in der Hinrunde auch wieder mit dem Schwertanz hier aufgelistet. Schwertanz und Kehrtwende klingt widersprüchlich, aber wir können Schwertanz nutzen, um uns hoch zu boosten und dann halt mit einer stärkeren Kehrtwende zum Beispiel einen Mega-Metagross erhöhten Schadens anzurichten. Wobei, streng genommen, können wir da direkt Kehrtwenden, wenn er das reinholt. Aber Schwertanz ist einfach da, um das 1 gegen 1 Duell gegen Aquana zu gewinnen und dementsprechend dachte ich mir, kann ja nicht schaden. Bist auf jeden Fall dabei. So, da haben wir noch dabei Pixie. Pixie ist auch wieder eine super Win-Condition, vor allen Dingen gegen Paul. Er hat Keldeo, er hat Infernape und alle sind eigentlich nicht ganz so gut gegen oder nicht ganz so verlässlich gegen Pixie. Und Infernape kann zwar den Mülltreffer da tragen, habe ich ja in der letzten Season auch gemacht auf meinem Infernape, aber naja, trifft halt nur zu 70%. Und wenn es nicht trifft, kann man halt mit einer Mondgewalt sehr stark retaliaten. Ja, Knackrack ist wieder dabei. Knackrack war Teammitglied Nummer 6. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich hier Knackrack das erste Mal seit einer längeren Zeit nicht mitnehme. Habe ich dann aber dafür entschlossen, es auf jeden Fall doch mitzunehmen. Toxin mit Fokusgurt ist ganz gut, um halt nochmal einen weiteren Out gegen seine ganzen Pokémon zu haben, um auf jeden Fall etwas eventuell mitzunehmen, solange die Tarnsteine nicht da liegen. Und dafür habe ich heute sogar einen exklusiven Plan, weil wir haben ein Debüt. Kommen wir aber gleich zu. Wutanfall, Erdbeben, Drachengute. Drachengute ist ganz gut, um Switches zu erzwingen, ne? Weil er wird bestimmt irgendwie sehr oft Aquana reinholen und wenn Aquana reinkommt, kriegt es vielleicht Tarnsteine Schaden, bam, Drachenroute raus und vielleicht kommt dann irgendwie Voltolos und die Tarnsteine liegen gerade. Solche Konstellationen gehen dann halt in meinem Kopf ab und deswegen war die Drachenroute, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gegen die lieben Paul. Ja, wir haben diesmal einen Debütanten, nämlich Xatu. Egal. Diesmal mit der Donnerwelle, um halt gegnerische Pokémon zu verkrüppeln. Das ist halt ziemlich wichtig gegen sowas wie Infernape, Keldeo wieder und die ganzen Gefahren. Das sind nämlich gefährliche Pokémon und die will ich auf jeden Fall verkrüppelt haben mit der Donnerwelle. Kehrtwende, um uns die Switch Initiative zu garantieren. Ruheort, um uns hochzuheilen. Wir haben auch noch zusätzlich den Beulenhelm und natürlich Psychokinese für die ganzen psychoschwachen Pokémon von ihm. Und der hat da relativ viele. Und Donnerwelle ist halt ein super guter Support-Move, der uns im Kampf gegen Paul bestimmt helfen wird. Und er wird nicht mit Xatu rechnen, da bin ich mir sicher. Aber Xatu ist halt super gut, um ihn halt auch zweimal überlegen zu lassen, ob er jetzt für Toxin geht, für, keine Ahnung, für Tarnstein oder so. Und wir können dann halt easy unser Xatu reinwechseln. Und ja, ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und wir haben noch unser Empoleon. Ich will selber für den Fall, dass die Tarnsteine liegen. Ich habe 3 Tarnsteine schwache Pokémon. Eine Möglichkeit haben, die Tarnsteine wegzubekommen. Kerzalbeere, um gegen Voltolos auf jeden Fall irgendwie einen Angriff durchzubekommen. Tarnsteine natürlich meine eigenen, die müssen auch raus. Und ja, ansonsten Standard Empoleon, ja. Muss ich, glaube ich, nicht wirklich viel zu sagen. So, schauen wir mal an, was der liebe Paul mitbringen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein super Spiel. Ich bin der Meinung, dass wir von der Teamkonstellation her von Anfang an eigentlich sogar schon relativ gut im Vorteil sind. Wir haben super Pokémon. Und er nimmt welche Pokémon mit? Warte. Das sind, glaube ich, genau oder teilweise die Pokémon, mit denen ich gerechnet habe, was ich super gut finde. Er hatte kein Relaxo dabei. Das finde ich schon mal super gut. Togetic als Deforger ist interessant. Sollten wir uns im Hinterkopf bewahren. Regirock und die Tarnsteine rauszulegen, ist okay. Mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Gedanken, wenn ich ehrlich bin. Weil wir können halt auch mit Knackrack leaden und alles irgendwie ziemlich hart treffen, wenn ich ehrlich bin. Außer halt das Togetic, aber das können wir mit einem Toxin vergiften. Das ist ganz gut. Dann haben wir noch hier so am Start, was er nicht mitgenommen hat. Er hat nicht mitgenommen. Keldeo ist dabei. Voltolos ist dabei. Also 4 Top-Picks sind dabei. Aquana ist nicht dabei, finde ich super gut für mich. Weil ich habe mich auch nicht so gut auf Aquana eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Außer halt mit dem Schwertanz, aber ja, ansonsten ist halt alles andere gegen seine Pokémon super gut. Relaxo ist wie gesagt nicht dabei, Claydol ist nicht dabei, also er hat kaum eine Möglichkeit eigentlich, um die Tarnsteine loszuwerden. Und wir können vor allen Dingen mit unserem Lultolos einfach, ja,
Wall-Switch spammen, was ich super gut finde, ohne dass ich da irgendwelche Gedanken haben muss. Ja, und wird er leaden? Er wird wahrscheinlich einfach mit seinem Regirock leaden, was absolut in Ordnung für mich ist. Weil ich werde mit Lulatolos leaden. Eventuell schon mal den Scarf revealen, was in Ordnung ist. Und dann kann ich einfach mit einer Kehrtwende, mit einer Wall-Switch raus, ohne dass ich irgendwelche Hintergedanken machen muss. Super gut. Und es trifft halt auch wirklich alles in seinem Team mindestens neutral. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Das trifft alles in Pauls Team mindestens neutral. Da freue ich mich schon drauf. Auf ein gutes Spiel. Ich werde dem Paul jetzt auf jeden Fall nochmal ein schönes Match wünschen. Und hoffentlich natürlich auch hexfrei. Auf ein gutes Match, lieber Paul. So, here we go. Ich denke, er wird, wie gesagt, mit Regirock leaden. Er leadet sogar mit seinem eigenen. Interessant. Ich bezweifle ja, um ehrlich zu sein, dass er selber Voltwechsel spielt. Weil normalerweise spielt man das ja nicht mit Voltwechsel. Ich könnte jetzt meinen Scarf revealen. Ich könnte natürlich auch das Voltulus jetzt erstmal echt hart ankratzen. Das Ding ist, was kann denn Voltulus so gegen mich machen? Natürlich, Kraftreserve Eis ist immer eine Option. Ich habe den Blitzfänger, das heißt, er wird wohl nicht auf den Elektromove gehen. Und falls doch, ne? Schauen wir mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Vielleicht gehe ich sogar hier straight auf Harry. Ist das eine Alternative? Oh, ich habe vergessen, sein Team zu fotografieren. Aber ich habe es, glaube ich, noch so halb im Kopf. Ja, das Dumme ist, ich muss jetzt das hier die ganze Zeit da laufen lassen. Aber das ist okay. Thunderous hat auch keine Form von Recovery. Kann kein Roost lernen, das weiß ich selber. Ich spiele ja selber eins. Oh, das ist cool, das ist cool. Inkarnationsform gegen die Therian-Form, ja? Gegen die Tiergeist-Form. Thunderous sollte eigentlich nicht so wirklich viel können. Ich kann ja, glaube ich, einfach auf den Roll-Switch gehen. Und das werde ich auch tun. Also, Rollentausch. Oh, interessant. Strolch gegen Voltabsorber. Wow! Wow! Hut ab, das hat geklappt. Nicht schlecht. Hut ab, dass das geklappt hat. Insane! Hätte ich gerade echt gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wow! Not bad at all. Respekt, Paul. Das war jetzt gerade echt insane. Ist halt auch sehr glücklich, dass er das gemacht hat. Weil mit einer Kraftreserve Eis hätte ich Intuit KO'en können. Aber das ist interessant. Interessant. Sehr mutig auf jeden Fall gespielt von ihm. Interessant. Okay, okay. Das ist kein Problem. Dann gehen wir einfach mal auf unser Pixie. Das ist echt krass, dass es aufging. Riskant gespielt, aber ging auf. Chapeau. Das heißt, ich muss jetzt schon auf meinen Pixie rausgehen. Hat der Voltwechsel drauf? Ne, geht auf Donnerblitz. Ja, ist okay. Tank Pixie natürlich. As if it was nothing, wie gesagt. Und ich kann jetzt die Gelegenheit nutzen, könnte mich hochheilen. Oder ich greife jetzt mal mit einem Flammenwurf an. Was wird Paul machen? Könnte jetzt auf Regirock gehen, aber was macht Regirock gegen mich auch nicht allzu viel. Ich glaube, ich nutze die Gelegenheit und gehe einfach mal auf den Flammenwurf. Schauen wir mal. Aber das ist echt nicht schlecht, dass das aufging. Riskant gespielt aber, ne? Wenn ich auf eine Kraftreserve Eis gegangen wäre, das wäre echt ins Auge gegangen. Turn 1 der Rollentausch, krass. Vor allen Dingen, weil ich Voltulus als sehr wichtiges Pokémon einstufe gegen mich. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, wie das so wird. Und ich habe halt noch meinen Xatu, ne? Xatu kann halt immer in diese physischen Angreifer reinkommen, allen voran Infernape, Rollenhelm-Schaden, das ist immer gut. So, aber wenn der Rollenhelm drauf, Rollenspiel drauf hat, Rollenspiel, da wird er, denke ich, nicht was anderes drauf spielen. Wir werden Donnerblitz kriegen. Donnerblitz, Rollentausch, was wahrscheinlich noch? Wenn er Strolch spielt, wahrscheinlich noch so etwas in der Art wie... Keine Ahnung. Naja, ich für meinen Teil möchte jetzt erstmal zusätzlichen Schaden bekommen. Auf das Metagross. Vielleicht sogar einen Burn landen. Weil, was will er denn sonst reinholen? Ich meine, der muss auf Metagross gehen. Der kann natürlich auch drin bleiben. Gibt mir natürlich die Möglichkeit, jetzt erstmal ein Setup hinzulegen. Ich bezweifle, dass er das will. Also, entweder geht er jetzt auf Togekiss oder er geht auf Metagross. Und er geht auf Metagross. Perfekt.
haben wir predicted. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal eine gute Ladung an Schaden auf jeden Fall an dieses Metagross raus. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Sehr gut, freut mich. Perfekt, das ist eine super gute Anzahl an Schaden. Jetzt ist die Frage, was wird der liebe Paul machen? Was wird der liebe Paul hier just in dieser Situation machen? Für welchen Angriffsmove entscheidet er sich? Ich denke, er will eigentlich nicht noch mehr Schaden auf seinen Metagross fressen. Ich überlege, auf Empoleon raufzugehen. Empoleon tankt ein Icy, mit dem ich rechne. Also was das, also theoretisch hat dieses Metagross jetzt relativ viele Moves drauf, ja? Icy, Erdbeben, Sternhieb. Das sind die Moves, mit denen ich auf jeden Fall rechne. Wahrscheinlich auch noch Zen-Kopfstoß. Vielleicht geht er jetzt sogar auf Zen-Kopfstoß. Was ist denn das Unwahrscheinlichste, auf das Paul auf jeden Fall nicht gehen wird? Schwierig. Trotzdem denke ich, dass das eine ganz gute Situation ist, um meinen Xato auszupacken. Weil er vielleicht jetzt auch einfach auf den Zen-Kopfstoß drücken wird. Und ich könnte noch ein bisschen Rocky Helmet Schaden drauf bekommen, das ist wichtig. Und vor allen Dingen, es könnte natürlich auch noch rein theoretisch die Tarnsteine drauf haben. Rein theoretisch, das ist jetzt eine 1% Wahrscheinlichkeit, aber man weiß ja nie. Geh sogar auf den Delegator. Interesting. Interesting, interesting, interesting. Damage Calculator von Smogon muss jetzt das erste Mal heute herhalten. Xatu? NU Offensive. Pivot-Set, Metagross, weil ich überlege, eventuell mich jetzt die ganze Zeit entgegenzuheilen. All-Out-Attacker, aber wie viel Schaden macht denn überhaupt Metagross? So. Metagross macht mit einem Meteor-Mash viel Damage. Wie viel macht ein Ice-Sieb? Ice-Punch. Ice-Punch macht immer noch viel Schaden. Ich glaube, so krass bin ich auch gar nicht geskillt. Wartet mal. Sato bericht. Ah, ich muss ein bisschen runtergehen. Das passt. Der Beulenhelm ist wichtig. Der Beulenhelm ist super gut. Ich werde jetzt nämlich mein Xato dafür benutzen, dieses Metagross zu besiegen. Ich gehe jetzt nämlich auf Ruheort. Aha! Okay. Ziel ist es jetzt, dieses Metagross, während es hinter den Delegator zu besiegen. So, jetzt kommt der Rocky Helmet Schaden. Oh, das wird knapp. Vielleicht überlebt es noch einmal ein Rocky Helmet. Das wäre natürlich extrem uncool. Na, ich hoffe, das ist jetzt nach dem nächsten Down. Hätte das auf dem Podium gehen können. Alter, reicht das aus? Das muss doch erreichen, oder? Okay, perfekt. Woo! Sehr gut, Metagross ausgespielt. Ey, du warst doch gerade noch unter dem Delegator, Kollege. Alter, du warst doch gerade noch unter dem Delegator, dann? Egal. Perfekt, Metagross, das Mega-Pokémon mit Xatu rausgenommen. Xatu, very good job at the start of the game. Das heißt, eine huge Threat von unserem Gegner ist weg. Und das ist super gut für unser Clefable, für unser Pixie. Unser Pixie kann da jetzt nämlich richtig gut was mit anstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, perfekt, das Ding ist raus, das freut mich und ich könnte jetzt auf mein Knackrack gehen. Knackrack ist jetzt natürlich eine super Alternative oder ich gehe auf mein Kappadrill. Oder ich gehe wieder auf Lulturlos, ich gehe wieder auf Lulturlos. Und wenn er jetzt wieder auf Sephir geht, wird er wahrscheinlich wieder Rollentausch machen.
Nur diesmal klicke ich was anderes. Oder wie? Nee, ich mach wieder Oldschool, ja? Ich mach wieder genau das gleiche wie am Anfang. Weil er hat mir ja anscheinend gezeigt, er hat keinen Volt Switch, sonst wäre er ja auf Volt Switch gegangen. Er geht auf Genos. Boah. Okay. Könnte ein Scarf Infernape sein und das dürfte dann natürlich auch viel Schaden machen. So. Dann du Rusti. Dann du Rusti. Hat leider Defensivwerte wie meine seit Jahren 5-jährige Cousine. Der Spruch wird nie alt. Gegen Infernape. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gescarft ist. Infernape, zack, zack. 50-50. Und so ein Infernape macht je nach Wesen guten Schaden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Mal werde ich meinen Voltolos sehr schätzen. Ich weiß nämlich, was Voltolos hier so machen kann. Stone Age ist auf jeden Fall ein One-Hit-KO, Flare Blitz nicht. Trotzdem rechne ich hier eigentlich eher mit einem Flare Blitz. Streng genommen bräuchte ich Voltolos noch. Kann ich riskieren, dass er besiegt wird? Weil wie gesagt, ein Flare Blitz tanke ich auf jeden Fall. Ein Stone Age tanke ich aber nicht. Die Frage ist, hat der Stone Age im Set? Ich muss hier raus. Ich kann hier nicht riskieren, drin zu bleiben. Scouten wir erstmal, was dieses Infernape so machen kann. Ich rechne jetzt mit einer Steinkante, wie gesagt. Kehrtwende ist auch interessant. Warum Kehrtwende? Warum Kehrtwende? Wollte er ein bisschen Chip-Damage bekommen, damit dann Flare Blitz ein sicherer One-Hit-KO ist? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich wollte er jetzt einfach nur ein bisschen Chip-Damage bekommen. Okay. Good to know! Okay. Concentration, guys. Konzentration. Das ist das Zauberwort. Aber wie gesagt, mein Voltolos ist mega wichtig. Und wenn er halt so einen Move macht, dann zeigt mir das eigentlich, dass er gescarft ist. Das ist gefährlich. Das Problem bei Keldeo ist, ich habe keinen Raw drauf. Raw wäre super gut. Jetzt habe ich Angst vor einem Subset. Und gehe deswegen auf ein ganz gutes Pokémon gegen Keldeo. Und zwar mein Pixie. Ah, das ist immer noch. Ich weiß nicht. Ist ein toughes Matchup. Die Tarnsteine würden mir jetzt sehr helfen. By the way, ich mache mit meinem Thunderous. Mit einem Thunderbolt. 93 HP Schaden. Oder ich mache. Also wie bei dem Infernape. Ziemlich gut Schaden. Zahnschneiden sind wichtig. Ich muss gestehen, ich habe echt Angst vor einem Sub-CM-Set. So, er hat noch Regirock, ne? Regirock ist natürlich auch eine sehr gute Antwort gegen mein Bibor. Und das Regirock hat wahrscheinlich den Rocky Helmet. Okay, haha! Ja, das Mysto-Schwert. Tanken wir natürlich, er will sowas so nachdenken. Interessanter Schaden. Sehr interessanter Schaden. Könnte es Spext sein. Und ich brauche meinen Pixie. Ich brauche auf jeden Fall meinen Pixie. Pixie ist absolut wichtig. Pixie ist essentiell wichtig in diesem Matchup. Gerade jetzt, wo er sein Metagross nicht mehr hat, können wir mit Pixie sogar versuchen, einen Sweep hinzulegen. Ich meine, klar, er hat noch Infernape, aber was macht ein Infernape gegen mich? Jetzt mal ernsthaft. Infernape ist auch eine, ich sag mal, kleine Glaskanone. Gegen alles andere haben wir ein super Matchup. Oh, warte mal, er hat doch Roleplay drauf, ne? Das tauscht doch auch wieder die Fähigkeiten. Egal, das ist wichtige Information. Tick-Tack, Togetic. Shit, was kann Togetic? Togetic. Let us see. Ich
Ich habe gar nicht mit Togetic gerechnet. Togetic macht was? Donnerwelle oder wie? Wahrscheinlich, ne? Boah, das ist nicht gut. So ein ekelhaftes Stallset oder wie? Warte, was kann denn das so? Das kann Nasty Plot. Will sich jetzt hier Set up? So als Batten Pass Set? Virenalternative. Donnerwelle macht er. Ah. Boah, ich habe echt Angst vor so einem Donnerwelle-Set. Ich wechsle jetzt raus, Leute. Ich habe keine Lust, eine Donnerwelle tanken zu müssen. Ich gehe auf Voltolos. Ah, ich habe jetzt nämlich echt Angst vor Donnerwelle. Ja, perfekt. Das ist nämlich etwas, was mein Pixie gar nicht mag. Jetzt könnte ich auf Donnerblitz gehen, aber ich will mich nicht jetzt schon in Donnerblitz locken. Ich gehe aber trotzdem auf Donnerblitz. Ich meine, er hat keinen wirklichen Switch in den Donnerblitz. Wenn er auf Voltolos geht, kann er mir in der Runde darauf, klar, ein bisschen was roleplayen. Aber das kann ich ja predicten und dann einfach wieder rauswechseln. Dementsprechend geht das schon irgendwie fit. Okay, Specs Keldeo. Choice Scarf Infernape. Evolite, Regirock, Rocky Helmet oder Leftovers? Oder das Voltolos hat die Leftovers, das kann auch sein. Okay, schade, er bleibt nicht drin. Geht auf Regi 137 Rock. Ich krieg erstmal eine Donnerwelle. Ein Donnerblitz, Verzeihung. Das war ein Crit. Interessant. Krieg ich 137 Rock. Regirock ist theoretisch das letzte Pokémon von ihm, was die Tarnsteine jetzt noch rauslegen kann. Und ich habe Angst vor den Tarnsteinen. Ich will die Tarnsteine nicht liegen haben. Deswegen wechsle ich jetzt auf Empoleon. Und egal, was dieses Regirock macht, wir tanken auf jeden Fall einen Hit. Selbst ein Erdbeben müssen wir tanken mit Empoleon. Wir sind schneller, sind dann Schwurz auf Range und können das Ding rausnehmen. Und bestenfalls kriegen wir sogar nochmal unsere eigenen Tarnsteine raus. Bestenfalls. Aber wir sehen schon, Voltolos ist super, 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 super stark gegen Paul. Und ist aktuell sogar in der Lage, gegen alles Druck auszuüben. Und anscheinend kann Paul mit Togetic nichts gegen Regirock machen. Gegen Voltolos. Das ist super. That's good to know. Das heißt, wir haben gegen Togekiss eigentlich immer einen relativ safen Switchen. Okay, wie gesagt, ich will jetzt nicht, dass die Tarnsteine rausgelegt werden. Ich habe riesengroße Angst vor den Tarnsteinen. Geht die Aura auf den Ableitieb? Interessant. Schlag auf jeden Fall. Aber das macht natürlich nichts. Der Schaden ist interessant. Anhand des Schadens kann ich mehr oder weniger sagen, um was es sich hier jetzt handelt. Für einen Regirock. Und ich lege jetzt einfach meine Tarnsteine aus. Okay, geht ihr jetzt hier auf Erdbeeren? Das müsst ihr mich dann sogar rausnehmen können. Geht wieder auf Erdbeeren. Okay, ist das Ding Assault Vested? Könnte natürlich auch Assault Vested sein, ne? Egal, ich bin in Schutzwach-Range. Ich bezweifle, dass ich überhaupt noch irgendwas mit meinem Empoleon machen kann. Vielleicht kriege ich noch einen Burn, das wäre natürlich super. Wow, was ist da los in letzter Zeit mit den Burns? Das ist unfassbar. And it burns, burns, burns. I keep on fighting. Oh. Okay. Der Burn war wichtig. Der macht dieses Regirock jetzt deutlich anfälliger. Und ich möchte, wie gesagt, nicht, dass dieses Regirock die Tarnsteine rausbekommt. Ich gehe jetzt also auf Kesrack. Klar, Kesrack macht jetzt gar nichts gegen das Togetic. Denkst du? Ich kann jetzt nämlich auf Toxin gehen, rein theoretisch. Frage ist, will ich das? Ich gehe auf Erdbeben. Perfekt. Ich denke noch, müsste das, glaube ich, jetzt sogar ausreichen.
Jo, perfekt. Sehr gut, Regirock ist down. Das heißt, Tarnsteine sind kein Problem mehr. Ich muss mir um die Tarnsteine keine Gedanken mehr machen. Perfekto! Und ich habe immer noch den Fokuscode intakt auf meinem Knackrack. Okay, was haben wir hier für Pokémon verloren? Wir haben Empoleon verloren, Xatu verloren. Unsere zwei defensiven Pokémon. Ist absolut in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Dafür haben wir diese zwei defensiven Pokémon jetzt auch ihre Arbeit gemacht. Empoleon hat die Tarnsteine rausbekommen, hat dieses Regirock auch verbrannt, was ultra gut war. Dadurch, vielleicht lag es auch teilweise daran, dass wir jetzt überhaupt dieses Regirock rausnehmen konnten mit unserem Garchomp. Aber gut. Das Ding ist, worin wechselt er jetzt? Kann er auf Togekiss gehen? Wenn er auf Togekiss gehen, kann er glaube ich sogar auf Defog benutzen. Glaube ich, kann Togetic Defog? Ich glaube, Togetic kann Defog. Auf jeden Fall müsste das Defog können. Es kann Defog. Gibt uns dann aber wieder die Switch Initiative. Und er hat uns ja schon gezeigt, dass Togekick, das kann nicht so viel. Puh. Puh. Was ist da los? Läuft ja gerade super gut für uns. Oh. Ich bin ja auch noch am Fasten. Ich würde jetzt am liebsten was trinken. Trockene Stimme. Vielleicht sollte ich mir jetzt ein bisschen schonen. Okay. Scarf Infernape. C-Force, okay. Interessant, warum auf C-Force? Ich weiß es nicht. Muss ich vor dem Ding irgendwas befürchten? Ich will, wie gesagt, den Fokus-Code am besten noch intakt haben auf meinem Cassarack. Wechsle also raus. Das war jetzt ein Missklick. Ich weiß nicht, was da los war, aber das war ein Missklick. Das war ein Missklick. Ich wollte nicht auf mein... Fuck! Ich wollte nicht auf mein Voltolos raus. Fuck! Oh nein! Ich wollte nicht auf Voltolos raus. Ich wollte auf mein Pixie. Ah! Gemissklickt. Shit. Oh Mann, was mache ich denn da? Warum gehe ich nicht auf mein Voltolos? Auf mein Pixie. Oh, jetzt habe ich da Schaden drauf gefressen. Fuck my life, Alter. Das wollte ich nicht. Ach, come on. Oh, beschissener Missklick, wirklich. Absolut beschissener Missklick. Jetzt habe ich Schaden und sonst mein Voltolos gefressen. Das könnte eng werden, weil jetzt reicht ein Flare Blitz von Infernape, um es rauszunehmen. Rein theoretisch glaube ich, dass... Hätte ich das C-Boss besiegen können? Ich weiß gar nicht. Der geht auf Donnerblitz. Also was machen denn die Bauarbeiter hier? Machen die jetzt hier wieder YMCA oder was? Egal. So, wir haben die Möglichkeit, wir können uns jetzt langsam mal sicher hochboosten. Problem ist, er hat halt immer noch Donnerwelle auf seinem Togetic. Das könnte ein Problem werden. Was in Sachen Hex. So, wir heilen uns jetzt hoch mit Weichei. Oh, scheiße. Er geht jetzt hier natürlich weiterhin auf Donnerblitz. Versuchen Crit rauszuhauen. Vielleicht sogar eine Paralyse. Wir hoffen natürlich, dass das auf jeden Fall nicht eintreten wird. Und boosten uns so weit es geht hoch. Er könnte rein theoretisch Roleplay machen. Dann hätten wir Prankster. Ja, und hätten Priorität auf unseren Weichei. Das wäre natürlich auch ganz cool. So, weiter geht's. Weiter geht die Post. Plus 2, here we go. Ja, das ist der Grund, warum Pixie halt mega gefährlich ist, ne? Super, super starkes Setup-Pokémon. Unfassbar stark. Okay. Das sieht super gut aus. Trotz diesem einen Missklick von uns haben wir das super gut gespielt bis jetzt. Vor allen Dingen Xatu, unfassbar. Also ich hätte mega viele Probleme gehabt, wenn ich die Xatu gehabt hätte. Xatu, all hail Xatu. Ja, ich muss jetzt halt tatsächlich noch, immer nur noch von Dings aufpassen. Das wäre in der Tat richtig, richtig böse. Wenn er jetzt noch ein Crit landet, das wollen wir bitte nicht. Hat mich schon oft genug gegen unser Pixie. Present erst grüßen.
So, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein defensives Voltolos. Ja, das heißt, es wird mal Zeit zu kerken. The Fable, Magic Guard, zack, versus Thunderous. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Thunderous ist. Ich nehme mal das Thunderous. Und Thunderous hält jetzt natürlich auch nicht so viel aus, ne? Wir sind jetzt bei plus 2. Na, ich will auf jeden Fall noch mindestens auf plus 3. Geht jetzt aber raus. Und so auf TikTok. Ah, er will die Paralyse haben. Das ist jetzt natürlich räudig. Wenn hier die Parahex irgendeinen Einfluss auf das Match nehmen sollten. Das wäre echt räudig, das wollen wir nicht. Okay. Ich glaube, ich bin schneller als Togetic. Ich mache jetzt mal den Damage-Test und gehe auf den Moonblast. Vielleicht nehmen wir das Ding ja raus, das wäre natürlich jetzt perfekt. Er kriegt einen Special Attack Token. Er kriegt jetzt die Donnerwelle raus. Ich meine, ich hätte die Paralyse verhindern können. Ich meine, das war offensichtlich. Aber ich will jetzt nicht meine +3/+3 Boosts davon werfen, wisst ihr? Ich will die halt immer noch behalten. Könnte jetzt auf Defog gehen, rein theoretisch. Das wäre nicht so schön. Dann geht er auf Ruhrort. Okay. Könnte uns jetzt die Möglichkeit geben, uns auf +6/+6 hoch zu boosten. Seems good. Ja, er kann jetzt halt nichts reinwechseln. Kriegt noch Residual Damage drauf, ist okay. Ach, come on. Deswegen, Leute, das ist jetzt gerade ein Glücksspiel. Ich könnte genauso gut russisches Roulette spielen. Resident Sleeper. Ja, ich booste mich jetzt natürlich auf +6 hoch. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ich wäre jetzt bei +3/+3. Und ich werde mich jetzt einfach auf +6 hoch boosten. Ich meine, er gibt mir die Zeit. Und wenn er mir die Zeit gibt, werde ich das natürlich dankend annehmen. So, Weichei. Wir können hier natürlich jetzt auch die weiche RP drain. Das wäre eine Möglichkeit, aber naja. Ja, ich meine, euch allen kann ich jetzt nur empfehlen. Ich bin jetzt so einer, ich glaube, wenn ich das bei jemand anderem im Wi-Fi-Battle gesehen hätte, ich würde einfach vorskippen. Ich würde einfach vorskippen. Bis irgendwann mal wieder was passiert. Nein, ich werde jetzt nichts anderes machen, außer mich weiterhin jetzt auf +6 hoch zu boosten. Ich bin jetzt bei +5/+5. Ich will möglich, wenn es geht, auf +6, damit ich auf allem One-Hit-KO habe, safe. Und was er machen wird, ist jetzt danach natürlich, wenn ich das Togetic besiegt habe, auf Parahex hoffen, erstens. Und zweitens, er will natürlich dann noch hoffen, oder er will natürlich dann noch versuchen, mich irgendwie mit einem Mülltreffer oder so rauszunehmen. Ja, ich gehe wieder auf Gedanken. Was habe ich zu verlieren? Resident Sleeper. Ja, Parahex natürlich wieder. Mein Paralyse kann zu 25% auftreten, ja? Eine Full Para. Das waren jetzt, glaube ich, relativ viele 25% Chancen, die wir getroffen haben. Ich habe echt Angst, wenn ich noch zweimal Parahex bekomme, ne? Dann könnte unser Pixie draufgehen. Nice, Pixie kommt durch. Alter. Das ist, glaube ich, das erste überhaupt, dass ich das in der GPL habe. Diese Season, dass ich mich so krass mit Pixie hoch muss. So, ein Gedankengut noch, dann sind wir bei +6. Wir haben den Slow Turn auf unserer Seite, das heißt, er greift an und dann heilen wir uns so. Das heißt, wir können uns rein theoretisch bis zum Maximum jetzt hochheilen, wenn wir jetzt durchkommen. Das wäre natürlich super. Und können dann anfangen, die Moonblast Fiesta zu eröffnen. Boah, das ist super wichtig. Da hat man auch gesehen, dieser Flammenwurf-Breaker am Anfang, ja. Der war mega wichtig gegen das Metagross. Dass wir da diesen Chip-Damage bekommen haben. Beim Metagross hätte natürlich unser Pixie super stark aufhalten können. Und das wollen wir nicht. So, wenn wir jetzt durchkommen. Verzeihung, Stimmbruch. Stimmbruch! Wenn wir jetzt durchkommen, müssten wir bei 100% sein, glaube ich. Oder almost 100%. So, wir sind jetzt, wenn wir uns hochheilen, bei. Ja, müssten fast 100% sein. Auf jeden Fall 200 KP. Naja, ja, ja, okay. So.
Jetzt gibt's einen Moonlast. Ja, sagt er, fast 100 Papier. Fast wieder 100%. Jetzt gibt's die Mondgewalt. So, das Problem ist, was wird Paul machen? Er geht natürlich auf Infernape wahrscheinlich und wird versuchen, einen Mülltreffer anzusetzen. Oder irgendwas anderes. So, hau rein, Pixie. Das ist ein K.O. auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ja, wird er jetzt weiterhin auf Geowurf gehen? Wenn er jetzt auf Geowurf geht, ist Weichei die Alternative. Ich gehe mal auf Weichei. Ich gehe mal auf Weichei. Ja, ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel so ein... Er geht sogar weiter noch Geowurf. Das heißt, Weichei war hier der bessere Play. Ja, Weichei war hier sogar der bessere Play. Gut, weil wir haben jetzt mehr KP im Endeffekt, wenn wir die Stogatik besiegen. Geschweige denn, wir kriegen es jetzt in der nächsten Runde K.O. Und ich will es halt safe haben. Ich will das Ding auch so viel wie möglich haben. Du darfst mit so einer Condition wie Pixie nicht verschwenderisch umgehen. Vor allem nicht so selbstsicher. So, kommen wir jetzt durch. Wir kommen durch, perfekt. Ist eigentlich nicht so gut, weil das erhöht irgendwie bei mir die Chance, dass wir jetzt das nächste Mal nicht durchkommen. Der nächste Hit ist wichtig. Der nächste Hit, der ist sehr, sehr wichtig. Der nächste Hit ist sehr wichtig. Schauen wir mal. Okay. So. Schadenscheine liegen, das ist gut. Keine Fokus-Sash wachsen. Ich bin angespannt, das merkt man, ja. Liegt aber teilweise auch daran, dass gerade zwei komische Männer hier vor meinem Fenster hantieren. Ich glaube, Paul campt gerade. Wir können die Situation natürlich nutzen, um genauso zu campen. Infernape. Choice Scarf Set. Wie viel macht das jetzt? Ein Flare Blitz reicht bei weitem nicht. Wie sieht es mit dem Gangshot aus? Gangshot reicht auch nicht. Wenn er hart ist, sieht's auch super gut für uns aus. Let us see how this will work. Geht sogar auf Stärke. Interessant. Ich vermute, er will noch mehr Schaden drauf bekommen mit Mysto-Schwert. Weil Mysto-Schwert geht ja auf die physische Verteidigung. Ich werde mich wieder mit Weicher entgegenheilen. Ja, er will mich in eine Range bringen, in der er mich auf jeden Fall safe raushaut. Werden wir ihm nicht gestatten. Oder vielleicht doch. Das Ding ist, ich werde mich wieder hochheilen. Ich meine, klar, ist langweilig, Leute, ne? Aber ich darf jetzt nicht gegen irgendwelche Faxen verlieren. Nicht nachdem das Spiel so weit kam. Ich will jetzt diesen Sieg haben. Ich will diesen Fluch brechen. Dann passt das. Dann machen wir nächste Runde wieder Weichei. Hoffen, dass wir dann nochmal durchkommen. Und dann nehmen wir das Zergpferd raus. Na, vielleicht könnte ich jetzt sogar schon auf Moonblast gehen. Ah, nee, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, diese 20 KP, die könnten wichtig sein. Ich meine, das mag jetzt für die einen unnötig erscheinen, aber Leute, es ist wirklich so. Er will hier gerade Chip Damage bekommen, dass ein Flare Blitz ausreicht. Und ich will nicht gegen Panferno verlieren. Nein. Panferno ist das größte Problem. Ich will gerade, dass er Panferno eben reinbringt. Und gerade das möchte ich ja. So, jetzt kann ich auf eine Mondgewalt gehen. Jetzt fühle ich mich sicher. Jetzt muss ich nur noch durchkommen. Wenn ich jetzt durchkomme, ist alles okay. Perfekt. Das heißt, wir haben das Keldeo jetzt raus. Sehr gut. Und wir sind bei plus 6, plus 6. Nice. Das Ding ist, wenn ich am Anfang nicht diesen Missplay gemacht, diesen Missklick gehabt hätte, nicht am Anfang, in der Mitte des Spiels, wenn ich diesen Missklick gehabt hätte, wo ich dann auf einmal ganz random auf mein Voltolos rausgehe, ohne Sinn wirklich, dann wäre ich jetzt nicht so vorsichtig. Jetzt bin ich aber auf jeden Fall vorsichtig, weil ich riesengroße Angst und Respekt vor diesem Genos-Ding habe. Und jetzt wird er auf Flare Blitz gehen, wie bereits angekündigt. Und jetzt müssen wir lediglich durchkommen und dann war's das. Kommen wir durch. Es ist wirklich insane.
Gerade weil Present und ich Punktgleichstand haben könnten, eventuell am Ende der Season, sind diese K.O.s mega wichtig. Diese Sachen sind mega wichtig, Leute. Gerade weil Present und ich theoretisch am Ende Punktgleichstand haben könnten. Und ich will eigentlich jetzt so klar und deutlich gewinnen, wie es geht, ja. Ich will meine Tordifferenz verbessern, damit ich am Ende gegen Present besser dastehen sollte. Das ist nicht gut. Es wäre so gut gewesen. Es wäre so gut gewesen. Aber ich glaube, rein theoretisch können wir jetzt immer noch in Flammenblitz überleben. Er geht sogar raus. Warum? Warum geht er hier raus? Will er sich in einen anderen Move als Flammenblitz locken? Ich glaube schon. Er will sich nicht in Flammenblitz locken. Ah, Manometer. Das ist doch jetzt nicht das, sein Ernst. Pixie, tu mir das doch nicht an. Haha, komm, bei der Macht von Thais, bitte. 3,25% Chancen hintereinander gehittet. Und ich muss immer noch mit der Gefahr leben, dass er mich jetzt rein theoretisch critten könnte. Und da war all mein Setup für die Katz. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Also ohne Paralyse, Leute, wäre das Spiel jetzt schon längst vorbei, ja? Aber diese Paralyse, die macht das Match so unfassbar lang. 41 Minuten, holy shit. Wie lange soll ich denn an diesem Video überhaupt beim Rendern sitzen? Kein Crit, perfekt. Ja, geht doch. Ich spiele safe. Ich spiele jetzt absolut safe runter. Wie gesagt, ich will 4:0 gewinnen, wenn ich es kann. Weil es wird am Ende eventuell wichtig gegen Present, wenn wir einen Punktgleichstand haben. Weil dann zählt die Tordifferenz, soweit ich das mitbekommen habe, und nicht der direkte Vergleich. Ich glaube, den direkten Vergleich hätten wir gewonnen. Verloren. Weil wir in der Hinrunde gegen ihn Hex kassiert haben. Und so auch da unsere Differenz schon gelitten hat. Wir haben unfassbar oft verloren. Also unsere Differenz, die hat so unfassbar oft gelitten. Dass wir so viel kassiert haben. So, jetzt bin ich wieder bei Maximum und jetzt fühle ich mich safe. Jetzt gibt es eine Mondgewalt. Und jetzt will ich hoffentlich dieses Match auch gewinnen. Mondgewalt kommt, es müsste doch ausreichen bei plus 6. Richtig, das muss ausreichen. Oh, das muss ausreichen. Geht doch. C-Force ist K.O. Und ja, Pixie seals the game, guys. Ja, Pixie seals the game. Ich musste nicht mal mein Mega-Pokémon rauspacken. Aber Xatu hat auch einen super Job gemacht. Das war's. Das können wir nicht mehr verlieren. Wir haben Focus Sage auf unserem Garchomp drauf. Wir können auf jeden Fall nicht mehr verlieren. Aber ich will, wie gesagt, immer noch 4:0 gewinnen. Er muss jetzt auf Mülltreffer gehen, richtig? Hat er den Mülltreffer drauf? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil wenn er Mülltreffer drauf hat, würde ich jetzt sogar wechseln. Handstein. Okay. Also war er doch nicht gescarft. Also ich ging jetzt die ganze Zeit von Scarf aus. Ich ging jetzt die ganze Zeit von einem Scarf aus. Oder er ist Scarf und hat die Handsteine. Das geht auch. Nice. 4:0 Sieg gegen den lieben Paul. Es war sehr, sehr... Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist für den neutralen Zuschauer sehr lässig zu anzuschauen gewesen. Vor allen Dingen am Ende. Aber ich glaube, das Early Game war super gut. Xatu, das erste Match, seine Premiere, super gut gelöst. Rocky Helmet sei Dank. Bollenhelm sei Dank. Leute, endlich wieder ein Sieg. Yes! Jetzt müssen wir auch hoffen, dass der gute alte Paul so einen Patzer drin hat. Und dann ist alles okay. Also, wie gesagt, Leute, danke, dass ihr da wart. Glorious Emperors, Merch-Link in der Beschreibung, by the way, habe ich ganz vergessen zu erzählen. GG an sehr schnell an Paul und sorry für dieses Stall am Ende, aber ich muss einfach so viele Punkte, wie es geht, mitbringen, so viele K.O.s, wie es geht, verhindern, also eigene K.O.s, weil diese Tordifferenz könnte wichtig werden. Ich hoffe, ihr versteht das, deswegen muss ich jetzt echt tryharden am Ende, weil wir halt auch uns selbst die Führung verbockt haben, mehr oder weniger. Deswegen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Es würde mich freuen und supporten, wenn euch alles andere auch gefallen hat. Ja, lasst nochmal einen Daumen hoch da. Und Glorious Emperors nächste Woche gegen keine Ahnung wen. Aber hoffentlich mit einem Sieg. Ich glaube, gegen Lauris dann. Gucken wir mal. Aber dann hoffentlich wieder mit einem Sieg. Ich gebe mein Bestes. Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.